So. Servus. Hallo. Abend. 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 Wie gesagt, normalerweise sollte es sich eigentlich nur mit dem GT3 anmelden können. Kurze Frage. Wie schnell seid ihr so im Durchschnitt? Hallo. Ah, 2,20. Okay, bist immer noch bist schneller als ich. Also meine Bestzeit 2,22, wenn ich nicht abfliege. Alles da gut. Eine Sekunde findest du gleich noch, dann musst du einfach mal irgendwem hinterherfahren noch. Ja. Nee, durchschnittlich fahre ich so 2,23, 2,24. Ja, und Spaß eben dafür berichtigt für die Drive-Thru, also. Ja, Ist also Hauptsache kein Tee kriegen. mein Ziel ist auch heute nur ins Ziel zu kommen. Hallo, hallo. 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 Grüßt euch. Ah ja. Abend zusammen. Abend. 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 Hallo. Dieses blöde Passwort nicht mehr. Rookie 23. Ja. Aha. Weil irgendwie habe ich ein Zuschauerpasswort. Guten Abend. Hallo allseits. So, moin. Wir hätten da drin auf jeden Fall irgendwie am 1. April machen können. Da hätten wir jetzt sagen können, April, April, wir fahren nicht Spa, wir fahren was anderes. Wir fahren jetzt zu Suka oder Laguna Seca. Ja, mach. Nee, dann will ich Bratwurst fahren. Wenn Schepper, dann richtig. Das stimmt, das ist schon traurig genug. Nee, wir fahren einfach Monster normal. Aber dann rückwärts. Nehme ich auch. Wobei Spa rückwärts fahren wäre bestimmt geil mit GT3. Rückwärts die Rouge runter. Aber bist du schon mal gefahren? Rückwärts? Was Nee. juckst? Nee. Du kommst oben über die Kuppe, also hier Radion drüber und dann Ja. ist das Blindflug. Ja. Ja, also fast wie Laguna Hockscrew. Seca. Ja, genau, Hockscrew. Ja. Ja. Nur, dass der Blindflug nur kurz ist. Corkscrew fährst ja noch relativ langsam an, oder? Ne? Aber bei Ja. der Radion und Rouge dann runter, nicht gut. Vollstopft. Ja, aber ist doch spannend, weißt du? Fest. Achtung, rechts 5 über Kuppe. Ja. Kannst auch Laguna Seca andersrum fahren, da hebst du ab oben. Aber rechts über Kuppe, Urush wäre ungünstig. Ja, gut, wenn du den Curb mitnimmst, dann hast du Rechtskuppe. Ja, also wenn du sie andersrum fährst, dann ist es da rechts da oben in der Ja, ja, Kurve, ja. ne? Ja, genau, ja. Haben wir es ja gerade drüber. Rechts 6 flat über Kuppe. Ja, oder eine Rampe aufbauen und einfach über die Kurve wegspringen. Mal gucken, ob du unten Startziel ankommst. Glaube ich nicht. Mich. Vielleicht Kurve hat knallt. vielleicht das Glück und Abbremsen. vielleicht das Glück und landest so auf dem Boxenplatz. Ey, war wieder heute mit Pflichtboxenstopp? Ja, Immer. immer. Ja. Okay. Wie drehe ich denn gleich, ne? Hoffentlich. Ey, Bitte hoffentlich. nicht. Ich wollte gerade sagen, Ja, dann fahre ich aber mit warmem Blinker in Dauerschleife und fahre die ganze Zeit außen ran. Ja, mach ich. Dann werde ich wenigstens nicht letzter. dann haben Ist, die Audis hör mal. wenigstens Feierabend. Hör mal. Mein Ziel ist es heute wirklich, nur lebend ins Ziel zu kommen. Egal mit wie viel Boxenstopps. Das ist mein Ziel, alles andere ist mir egal. Das ist heute einfach nur dabei sein, ist alles. Dabei ist Nächstes alles. Rennen ist meins. Da fahren wir zu Sanford, das macht Spaß. Sanford kann ich noch gar nicht fahren. Nein, ich auch nicht. Mir ist es Das andersrum. hier ist halt sau eng, die Strecke, da kannst du kaum überholen. Ja. Ja. Ja, doch, mich kann man überholen. Das geht immer. Also. Ich finde halt, weil die so eng ist, finde ich eigentlich relativ spannend eigentlich auch. Das Einzige, was ich bin gestern wieder kurz gefahren, ich habe mir die Reifen komplett kaputt gefahren. Ich hatte überall Druckverlust.
dass ich jeden Kopf falsch angefahren habe. War da nicht so lustig. Bitte? Kann ich eigentlich nur vorbeibremsen auf Zandvorb. Also wer noch ein bisschen Gewicht in Sandfort dann braucht, der kann da mal in die Düne fahren, die so in die schöne Steilwand, da kann er ein bisschen Sand sammeln. So, ich würd sagen, wir fangen mal kurz mit dem Breeding an. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Lauf. Wir haben die Halbzeit quasi jetzt fast hinter uns. Nachdem es auf Monza nicht ganz so schön aussah im Stream und auch wahrscheinlich für einige von euch war es wahrscheinlich nicht ganz so angenehm, da in so eine Karambolage reingeraten zu sein, möchte ich nochmal an euch alle appellieren, dass ihr in den ersten 4-5 Kurven bitte etwas mehr Vorsicht walten lasst. Geht da nicht zu dritt über die Camel. Es sei denn, einer ist wirklich deutlich langsamer, weil er vielleicht schon in der Eau Rouge abgeflogen ist. Aber selbst da passt bitte auf, lupft lieber mal das Gas leicht und guckt euch das bitte ganz in Ruhe an und haltet bitte nicht einfach rein. Bei gelben Flaggen einfach mal das Gas heben und mal schauen, was ist denn da passiert. Ihr habt hoffentlich alle einen Spotter an in-game oder zumindest den Crew Chief, den ich persönlich viel angenehmer finde. Der sagt euch genau, wo die gelbe Flagge ist und ja, passt da ein bisschen auf. Das wird heute ganz, ganz schwierig. Wir haben sehr, sehr viele Starter am Start. Das könnte sehr, sehr eng werden in den ersten Runden. Ja, ihr habt genug Zeit. Ihr habt 75 Minuten Zeit für das Rennen. Also ihr werdet definitiv da an den Vordermann auch in Runde 15 noch vorbeikommen, wenn ihr bleibt einfach dahinter in den ersten Runden, guckt es euch an, wie gesagt, und bitte geht nicht in Kurve 3, 4 zu dritt rein. Zu zweit würde ich noch gerne sehen, das sind immer schöne Kämpfe, wenn man da zu zweit durch die Assist durchgeht, aber zu dritt wird es da echt verdammt eng und schwierig. Auch Eau Rouge, bitte macht da vorsichtig. Wir hatten am Montag eine schöne Race Academy mit Markus und dem Danny. Die haben das wunderbar erklärt, wie man da ein bisschen mit Vorsicht und dennoch sehr sauber durchkommen kann, sodass jeder durchkommt. Komm. Ja? Okay. Ja, ansonsten, ihr habt einen Pflichtboxenstopp, wie immer. Habt ein bisschen Spaß und lasst die Karren geil, würde Kalle sagen. Heute wird das Rennen von unserem Markus gestreamt mit dem Hendrik zusammen. Der Kalle ist heute leider etwas verhindert, aber wir werden das trotzdem feiern heute. Also lasst Karren mit Reifenwechsel? Genau. Gut. Kurze Frage, bleibt weiterhin eigentlich dieses Escape-Nutzen-Verbot? Ja. Wenn ihr natürlich die Karre komplett in Eau Rouge wegsemmelt und die ist überhaupt nicht mehr fahrbar und ihr stellt wirklich nur eine Gefahr für andere dar, dann ist es erlaubt. Hm. Aber dann bitte seid so ehrlich und macht es wirklich nur dann, wenn die Karre wirklich komplett muss ist. Wenn euch der Sprit ausgeht, wäre es echt unfair den anderen gegenüber. Läuft der Stream heute wieder über Kalle seinen Account, oder? Nee, bei Markus. Hat der Chris reingestellt in Fragen und Antworten. Also nur noch mal kurz, was ist jetzt Pflicht bei Bob? Beides oder nur Reifen wechseln? Nur Reifen wechseln, theoretisch. Okay, ich kann noch mal gucken, aber ich glaube, okay, ich bin mir da nicht. Wir haben so viel um die Ohren im Moment. Irgendwie geflogen. Ihr dürft tanken, müsst aber nicht. Richtig. Aber Reifenwechsel müssen wir. Reifenwechsel ist Pflicht, ja. Okay, passt. Ja, gibt es noch irgendwelche Fragen? Ja. Und zwar, wenn man in der Boxengasse ist und das Auto rechts dran fährt, und darf man dann ECS drücken? Und das Auto in die Box stellen? Sobald du die Ghosting-Zone erreicht hast, also ja. Sobald du die Ghosting-Zone erreicht hast, am besten wäre es, wenn du die erste Box erreicht hast. Ja, okay. Aber im Rennen macht es ja keinen Sinn. Ja.
Aber kurz Frage zwecks Box. Wir sind ja unten in der Box, ne? Also meinst du unten die erste Box oder meinst du oben die alte Box? Oben die erste. Ach so. Ihr müsst da nicht den Bogen fahren. Das reicht, wenn ihr oben die erste nehmt. Das passt schon. Alles klar. Auch beim Quali, ne? Oh. Ja. Alles klar. Quali-Training. Im Rennen macht es keinen Sinn. Ja. Sonst noch Fragen? Auf und Hirn einschalten. Was ich noch sagen wollte, Interviews nach dem Rennen wieder. Also das Podium, wie immer. Gerne nochmal in den Interviewraum unten reinrutschen. Die Jungs ziehen euch dann. Wo ist er denn? Warteraum, genau da unten, drunter, unter der Kommentatorenkabine. Ja. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg und zeigt uns, was ihr könnt. Und nicht wie Chris in der letzten Runde 3 Kurven vorm Ziel abfliegen. Ja. Sorry, Chris, das musste jetzt sein. Okay. Und du hast es auch noch mit Ansage gemacht. Ja. Das war ja das Schöne an der ganzen Sache. Okay, Männer, dann schönes Rennen. Ja. Viel Erfolg. Schönes Rennen. Guter Spaß. So, mal eben wechseln. Micha, kommst du rüber? Guck, da ist er, ja. Na, Bind. Ja. Was für volle... Will volle Power im Spiel. Mhm. Wieso? Gibt dein Rechner sonst auf, oder was? Ja, es fahren mir die FPS so runter. Okay. Ich will eigentlich schon hier vorne mitfahren. Ja gut, für dich lohnt sich das ja auch noch. Wo bist du im Monster gelandet? Platz 1. Monster, sag ich schon hier. Nürburgring? 7. Ja, 7. Wo stehst du dir jetzt insgesamt? 1. Oh. Ach, weil der Kühe da nicht mitgefahren ist, oder was, im Monster? Ja. Okay. 1 Punkt vor Dukan. Okay, ja dann... So, das zu, das an. Starten die den Server gleich nochmal neu? Nee, glaube ich nicht. Wir fahren doch jetzt keine 3 Viertelstunde freies Training. Doch. Das kommt zeitlich nicht hin. 21 Uhr ist Rennstart. Hallo? Ich habe Termine. Also, was ich weiß schon. Okay. Mal sehen wir. So, 22 Grad, was haben wir da für Reifendrücke? Ich habe vorne 25,9, 26 glatt, 26,3 hinten und 26,4. Gespannt. Ja, lass uns überraschen. Ach schön, die stehen nicht so weit hinten von in der Box. Ja, genau, so muss das anfangen. Ach Gott. Wollte gerade sagen, bist du hinter mir? Ja. Ich hasse diese Boxenausfahrt, die ist mit kalten Reifen, ist sie so, bah! Monster waren wir auch erst um 10:30 oder was fertig. Okay.
Lenk doch ein, du. Das war nicht über ein Limit, okay. Yellow flag in sector 2. The leader has just done a 20.90. Sector 2 is clear. Das mag der ja gar nicht. Alter! Okay, Noah, we need to watch these track limits. Was ist das hier, Mercedes-Flotte, oder? Leader has just done a 220.75. We're running on fumes, mate. In this lap, box this lap, please, Noah. P13, your brake temperatures are fine, mate. Ich glaube, mein Crew-Chief hat heute gesoffen. The leader's just done a 220.66. Ich weiß nicht, ob deiner redet oder meiner. Gehst du, sag ihm, fährst du mit wenig Sprit? Nee. Fahr mit, warte. Ja, ich hab 40 Liter drin. Yellow flag sector 2. Wieso hören wir uns denn doppelt? Gott. Yellow flag, stay sharp. Sector 1 is quick. You're clear. Incident and clear left. Sector 3 is clear. Right side's clear. Yellow flag. Porsche jetzt auch voll erwischt, ey. Ich hab's gesehen, dass er da Piretten gedreht hat. Ja, dann hat's genau vor mir gedreht und ich bin voll Schwung. Incident clear. Green flag.
Fastest lap for Kopp, 220.48. Sector 2 is 1.3. Off the pace. Right side. He's still there. He's still there. Still there. Clear right. The leader has just done a 220.18. Yellow flag, stay sharp. Incident clear, green flag, P4, good lap, that's your quickest so far. Sector 3 times okay. Gott, viel zu früh, was ist jetzt denn los? Wieso, du brauchst ja nur in die erste Box reinfahren und dann kannst du Escape drücken. Im Training und im Quali. Green flag sector 3. Sector 1 time is good. Ja, wir standen sehr weit vorne. Ja, zu früh. Über Limit. You've gone outside of track limits there. Incident in Sector 1. Sector 1 is yellow. Sector 1 is clear. Sector 1 is quick. Behind has just done a 221.61.
has just done a 219.60. Your quickest overall. Yellow flag. Green flag, all clear. Mind these track limits, please, Noah. Got half your fuel left. Green flag sector 1. Aber nicht euer Ernst, dass ihr alle so schnell fährt. Wieso? Ich kann dir lieber vorne die Luft reinhalten, oder? Ja, weiß ja was. Ich fahr dann Schlangenlinien auf den Camel. Ja. Okay. Yellow flag. Sector 2 is clear. All right, Noah. We're seeing lots of front locking. Oh, hab ich Bremsplatten, Alter. Jasses! Green flag, you're clear. Incident in sector 2. Sector 2 is yellow. Green flag, you're clear. Das ist nicht schön, mit dem Bremsplatten zu fahren. Hat es auch schon mal? Oh, Alter, das ganze Lenkrad ist am Vibrieren. Ich hatte nur mal einen schleierenden Blattfuß. Ja. Wenn du irgendwann keine Luft mehr drin hast, dann ist es kaum dran zu fahren. Ja. Vor allem, wenn du den Flug schief noch nicht, hat sich noch nicht geschaut auch nicht. Das denke ich mir jedes Mal, jeder Kurve kommt mir der Arsch. Dann schaue ich irgendwann so auf die Reifen-App, hinten rechts rot. Okay. 6 PSI.
Reifen drücke, passen. Viel zu spät. Yes, yes, yes. Sector 1 is clear. Watch your speed. Hä, wieso kann ich in der Einstellung nichts machen? Danke. Na komm, um den Millimeter, ey. Leader has just done a 219.33. Checkered flag, P2. Super. Macht Sinn. Ja. Macht sehr viel Sinn. Ah, ich bin mal ganz schnell. Komm so wieder.
Quatsch. It's clear. Okay, Noah, we've got 20 minutes to set a lap. Blue flag, your brake temperatures are low. We need to get some heat into them. Yellow flag, sector 3. Yellow flag. Würde noch 4 Meter früher bremsen. Green flag, you're clear. Deswegen haben wir jetzt gerade eine schöne freie Lücke rausgesucht. Na, ich selber. So. Kalte Bremsen. P17. Hätte das so sein wie bei GT Masters Qualifying. New fastest lap for Rydell, 223.30. Yellow flag in sector 1. Sector 2 time is good. Green flag sector 1.
That's pole. You need to find a 10th in sector 3. Um die Rouge nicht mehr rum. Na, das ist Kacke. Your brake temperatures look good. Okay, Noah, you've used half your fuel. That's 15 minutes. Ja, sorry, das habe ich auch gerade gedacht. That's 5 minutes of fuel left. Very little fuel left. Sector 3 is 0.48 off the pace. The guy ahead has just done a 218.74. Ooh. Dann nicht. Aus dem Weg, Junge! Komm hier angeflogen! Dankeschön! Mhm. Ich muss eh in die Box. Ich bin gerade so aufgehalten. Gucken, ob ich noch eine 18er hinlegen kann. Look out for the pit speed limit.
kommt denn? Keine freie Lücke. Wunder. There's traffic behind. Blue flag. Clear left. You've got cold brakes all round. Car right, clear right, blue flag. Okay, Noah, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. The guy behind has just done a 219.06. The guy behind has just done a 219.04. Nee. Doch. Tires are cold. Lass hier so viel Zeit liegen. Ich schaff die Rouge wieder nicht. Alter, ich könnte so kotzen gerade. Komm, Micha, das Rennen geht über eine Stunde. Temps are all good. The leader's just done a 219.23. Ich habe noch gar nicht gerechnet, rechne ich gleich. Komm rum. Sector 2 is 0.5 off the pace. Your brake temperatures are okay. Fahren die den Abend rein? I. Ist ja gemein. Bekommt die Krise jetzt, ehrlich. Sector 2 is yellow, B7. Sector 3 is 0.42 off the pace. We think that Pfeiffer has gone off in turn 11. Green flag, sector 2.
Sector 1 time's okay. Yellow flag, stay sharp. Green flag, you're clear. Alright Noah, 5 minutes to go, 5 minutes left. Yellow flag. Green flag, all clear. Sector 2 time is okay. Bleibt da doch voll auf dem Pinsel stehen, Mann. Sector 2 is clear. Good lap. That's your quickest today. That lap was a 218.73. That's a new fastest lap for Braun, 217.23. Wo befindest du die gerade zeitlich? 18. Oh. That's 2 minutes left. 2 minutes. Watch your speed. Ja klar, da fahr ich dazu. Boah, Alter.
Na, lassen wir uns mal überraschen. Ja, haben wir hier einen Multiplikator drauf? Weißt du das? Normal nicht. Okay. Ich hatte vorhin eine Runde, da hatte ich eine 19-4 im Delta. Dann der Scheiß, ey. 19-4, da wärst du mit Platz 12. Vorne haben sie es übertrieben mit einer 17-2. Ich glaube, das ist eine Rookie-Season. Ja. Eine Profiliga. Ich wollte gerade sagen, hallo, ich bin froh, dass ich immer eine 18-7 gefahren bin. Fast mit null Training. Naja, jetzt geht's drum. Wer fliegt Urush ab? Wer sammelt Drive-Thrus? Oh, ich starte aber auch ganz beschissen. Ich starte links, oder? Starte ich links oder rechts? Wo startet der erste hier? Weißt du das? Links, glaube ich. Ah, da starte ich links und das in der Orange. Ja, obwohl, da kannst du zumindest ausweichen. Vernünftig. Das war jetzt Wartezeit. Also ich habe 150 Liter, habe ich jetzt mit. Hm? Weißt du noch nicht, wie viel du mitnimmst oder verrätst du das nicht? Ich hab noch gar nicht gerechnet. Achso, wieso hat es dein Race Engineer nicht an, oder? Doch. Also mit deiner Zeit kannst du eigentlich. Ich glaube 20er Zeiten waren irgendwie was um 140 Liter. Aber ich habe lieber ein bisschen mehr mit. So 4,5 Liter habe ich gebraucht. 220. 75. Sind 145, 150 mit extra Runde. Mhm. Jetzt bei deinem, ne? Ja. Hm. So. Ja, ist nur Gaststarter, ja, trotzdem. Was wär's nur? Das wäre eine Rookie-Liga oder. Ja, richtig. Können wir gleich eine Profiliga machen. Ja. So, das passt. So 150, dann nehme ich am Anfang. Ja.
sag ja mal, wenn du mal eine Runde triffst, so wie ich jetzt mit einer 18. Alles gut und schön. Der nimmt mir im ersten Sektor nicht viel ab, ein Zehntel. Da eine Sekunde und im letzten zwei Zehntel. Ah ne, Quatsch. Zwei. Gute Sekunde, einen. Ja. Denk dran, dass du bei deinem Boxenstopp die Reifen, die du dann drauf ziehst, dass du die schon mal einen Schlag wärmer machst, ne? Habe ich schon. Dann fahren wir in den Arm rein. So, mal schnell pinkeln und dann geht's los. Ich hab mal überall 0,2 raufgepackt. Dann schmeißt du den doch raus. Was? Nee, da sollen sie den Vogel rausschmeißen, wenn die Zeit gefahren ist. Ist doch ganz einfach. Ja, wie soll. Halt irgendwann ab, wenn er mich überrunden will. Mir egal. Ja, ups. Ah, doof. Kurve nicht erwischt. Ja. Ja, genau. Wollte ich eigentlich gar nicht. Nee, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, Bremspedal abgerutscht. Bremspedal, nee, Gaspedal gebrochen. Ja. Nee, Bremspedal gebrochen. Hat geklemmt in dem Augenblick. So, 30 noch. Eieiei. So. Ja. Oh nee, ich starte rechts. Nein! Will ich nicht.
Reifen auf Temperatur. Ne, ist viel zu kalt, oder? Was haben wir denn? 21 Grad. Hm. Ja. Bremse ist ja schon hardcore hier. Also ich habe bei den nächsten Reifensatz habe ich mal überall 0,2 drauf gemacht. Ja, habe ich auch. Und bei dem hier habe ich auch, bei dem hier habe ich aber auch schon einen, also 0,1 mehr drauf jetzt. Gar nicht warm. Nee. Außer die Bremse wird bei mir auch nichts warm. Ja, ich hab jetzt mal Traktionskontrolle ausgeschaltet. Ja, und fast weggedreht. Voll Idiot. Alles. Mach's nicht, wenn du es nicht kannst. Alles für die Fans, alles für die Fans. Ja. Richtig, alles andere ist scheißegal. Hauptsache die Show stimmt. Vorderreifen haben schon fast 26 PSI. Ne, da bin ich bei weitem noch nicht. Okay, Noah, get ready. Start-Ziel sind sie in meiner Reihe wieder kalt. Bremse, Gas, Bremse, Gas. Hier schon fliegen. Erste Rouge fliege ich schon ab. Ja. Ja, vielleicht gibt es eine Red Flag Restart. Go, left side. Clear left. All right. Hold your line. Oh, Alter, was drängst du mich da ab? Still there. Right side's clear. Car left. Clear left. Junge, was machen die? Yellow flag. You're clear. Incident clear. Cop is now leading. Oh nein, 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 nein. On your right. Still there. Och Junge, ich. Geh doch ein Stück rüber, meine Fresse, ist denn das so schwierig? It's fine, mate. It's just a scrape. The leader, cop, is pitting. Oh, 14 Sekunden Schaden. Naja.
Du bist ja gut durchgekommen, wa? Ja. Sector 1 ist clear. Ja, schneid rein vor mir, du Vollidiot, ey. Ja, die hat mich nämlich auch gerade abgedrängt. Ja, ich jetzt gerade auch. Ich habe die Reifen noch gar nicht am Arbeiten. Meine auch nicht. Mann, wieso kriege ich denn jetzt keinen Grip aufs Auto? Nicht der Einzige. Car right. Right side clear. Ja, solange du hinter mir bist, passt es eigentlich. Und schon die erste Abkürzung bekommen. Das hat ja lange gedauert. Ei. Ich bin eigentlich prädestiniert dafür, dass ich mir die ganzen Verwarnungen in einer Runde hole. Ja, das sind die Leute, die wahrscheinlich wieder mal weiß ja nicht, wie viel in der Box stehen. Gap in front is now 3.0 seconds.
Fastest lap for Braun, 218.78. Renntrim zu 218. That's your fastest lap. Jo, wir sind mit 221 gefahren. Oder was meinst du jetzt von ganz vorne oder was? Okay. Green flag sector 2. Ach, zweite Verwarnung. Scheiße. Nee, bleib nur schön hinter mir. Das ist keine Strafrunde drin. Oh, zu spät. Warum? Also ich bin momentan bei 21er Zeiten. Ja, ich knapp drunter. Nö, nach hinten wächst. Alles gut. Yellow flag, stay sharp. Green flag. Die erste Kurve hier, die hat's heute, ey. Ich bekomme das Auto auch nicht von mir. Oh, da ist einer abgeflogen. Ja. Steht auch auf das Yellow flag. Incident clear, green flag. Die Zeiten fahren. Ich hoffe, dass die anderen Fehler machen. Ich darf mir keine weitere Verwarnung einsammeln, das ist erstmal viel schlimmer. Yellow flag. Incident clear. Green flag. Na? Das gab doch eine Verwarnung bei dir, oder? Okay. War es aber recht weit draußen. Okay.
7. Ne, die hinter uns waren alle 21 Mitte, 21 glatt. Vorsicht, scheint dann abgeflogen zu sein. Nee, doch nicht. Ja, ist schon weg. Na gut. Green flag, you're clear. Okay, Noah, we'll need to refuel 43 minutes into the race. Sprit bist du wirklich gefahren? 92 Liter. Ich wollte eigentlich recht spät nachtanken, aber... Schauen wir mal. Sieht das auch mit den Reifen ergibt. Bin nämlich ein bisschen sehr kalt. Das Auto nicht um die Kurve. Ich fahre jetzt schon an der Haftungsgrenze. Okay. Nee, so schlimm habe ich es nicht. Das sind auch ziemlich kalt. Sector 1 is 0.9 off the pace. Sector 2 is 1.5 seconds off the pace. Sector 3 is 0.38 off the pace. Das war ja eine komische Linie. Ja, aber es gab keine Verwarnung. Nee, du bist ja zu weit nach rechts raus. Da gibt's auch nichts für. Yellow flag, stay sharp. Wo ich zu weit rechts war, eine Verwarnung bekommen. Okay. Also Qualifying. Ja, im Qualifying, ja. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass ich da hier auch eine bekommen habe. Nee. Das Auto nicht um. Ich war hier schon fast voller Lenker geschlagen. Na. Wieder ganz auf dem Körper oder gar nicht. Braun is now leading. Immer noch zu früh. Your lap time was at 2:20.91. Okay, Noah, that's good consistency. Keep it up. Are you clear right? Nee, alles gut. Deswegen bin ich ja extra links geblieben bei meinem Bremsen.
Wir sind ja keine Xbox-Spieler und räumen uns gegenseitig ab, ne? Komm ich hier in Schreianfall. Am besten noch so in der letzten Runde oder so. Ja, richtig. P1, P2. Ist mir egal. Also, sollten wir vorne sein, kannst du mich dann gerne überholen. Das ist mir dann egal. Ja. Nö, nee, alles gut. Aber den Platz, den will ich dir geben, weil ich fahre hier nicht mit. Um Punkte. Den würde ich dir schenken. Da würde ich dich vorbeiwinken. Das könnten die auch nicht. Ich habe meine Race-App auch aus. Dürfte ich jetzt mal, oder? Nee, es reicht nicht. Fahr. Achso, lupfen wir beide. Okay. Nice one, Noah. Great move. Keep it up. Car right. Clear right. Car left. Da waren wir uns beide jetzt uneinig, oder? Ja, ich fahre im Moment auch nicht meine. Meine Pace. Ach, viel zu spät. Komm rum. Oh, jemand in der Rouge abgeflogen. Green flag sector 1. This is good. Keep banging out them lap times. Sixth place. Flag sector 2.
Oh, nein, 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 komm, oh, komm rum, danke. That's half fuel. You've used half your fuel. Alright Noah, just keep hitting your marks. This is looking good. Incident in Sector 2. Sector 2 is yellow. P6. Sector 2 is clear. Schon wieder zu spät, Mann. Ja, von deiner Reifenwand zu arbeiten. Ja, schon langsam wird's. Yellow Flag. Wenn du wieder arg zu schnell wirst, dann musst du ihm Bescheid geben. Dann lasse ich dich wieder vorbei. Incident clear. Green flag. Some stuff, mate. Keep it coming. B6. Braun is now leading. Cook Braun. Little bit kotbraun. Ich wollte schon sagen, Alter. Ich hab's rechtzeitig gemerkt, dass er weg will.
Naja, hinten zu wenig Druck. Habe auch gerade einen Power Slide gemacht. Ja, aber das hilft ja nichts, jetzt nach vorne zu kommen. Wenn er nun nicht nur für die Fans hier. Nicht am Lenkrad spielen und fahren. Hast du eigentlich auch Schaden am Auto? Nee. Ja, siehst du, ich habe 14 Sekunden. Irgendwie komischerweise komme ich jetzt langsam. Nee, geht schon wieder runter. Die Kurve ist hier überhaupt nicht meins. Die auch nicht, ne? Nee. Die auch nicht. Die sind fünf auch nicht so. Eigentlich alle 14. Sixth place. Braun is leading the race. Die hier vor allen Dingen nicht. Ein bisschen okay, zu früh. Don't let this guy distract you. Hab ich gemerkt, ja. Ja, eine halbe Autolänge zu früh. Du bist aber auch derjenige, der lieber hinterher fährt, ne? Ja, kann ich schneller da pacen? Ja, komischerweise, das kann ich dann auch. Außer im Monster. Monster fahre ich lieber vorne, weil da weiß ich, dass ich die Pace gegen kann. So auf Strecken, wo ich mich nicht so wohl fühle, fahre ich eigentlich lieber hinterher.
in front is pitting. B6. Schon wieder Meter zu spät, ey, meine Fresse. Geh mal vorbei, ich lupf kurz. Right side, clear right. Ja, es wird. Ja. Ah, ich bin auch weil ja, ich habe noch für 4 Runden Sprit. Hm. Ja, das sind jetzt schon unter 27 vorne. Ja, der rechte, ja. Bei mir. Hoppala, wo war ich denn hin? Hast du schon eine Drive-Thru gesehen? Ja. Braun is leading the race. Boah, was war das denn für ein Leck, Alter? Okay, Noah, you've got 10 minutes of fuel remaining. Ich habe jetzt mal ABS und Traktionskontrolle aus gemacht. Nee, da habe ich eigentlich keine Last mit. Was passt? Ja, warte. Okay, Noah, we're at the halfway point. We think about 8 minutes of fuel left. 26,3 vorne links. B4.
Ja, okay. Bisschen zu warm ist. Okay. Dann nehme ich vorne rechts 26,5 mit. 26,8 und 26,9. Nee, ich bleib hinter dir. Achso, ja, oder so. Hast du mich so... Ja, wir müssen denen auch ein bisschen was bieten, ne? Im Stream. Hä? Ja, ich hab's gerade gesehen. Deswegen, dann fahr doch lieber deine Pace weiter. Da passieren nämlich die meisten Kackfehler mit. Okay. Oh, gehst diese Runde an die Box, oder? Okay. In einer halben Stunde fährt man 22 Minuten sind 10 Runden. Gut 15 Runden. Ich tank gleich auch nochmal 60 nach. Ach, fuck. Hm? Ich war noch gar nicht in der Box. Jetzt kommt ja das, was ich gar nicht mag, die Boxeneinfahrt. Da versau ich mir nämlich jetzt bestimmt mit. Ne, ich fahre jetzt in die Box. Look out for the pit speed limit. Okay, Noah, you should have plenty of space on the exit. When we exit the pits, we should be in P8. A few seconds behind P3. The car behind's pitting. Ja, lass ich meine Karosserie-Schaden mit 14 Sekunden in Kauf, oder nicht?
Nee, ich lasse ihn drin. Ich bin bis jetzt auch mal 20er Zeiten damit gefahren, alles gut. Juhu, ich hab freie Bahn. Freie Bahn mit Marzipan. Frischen Reifen früher bremsen, ne? Mhm. Ach. Pit exit's clear. Stay behind the white line. Auf welchen Platz bist du jetzt? Okay. Ich hatte 40 Sekunden Schaden. Ja, ich hab den gar nicht reparieren lassen, meinen jetzt mit 14. P6. Top 10 wäre schon mal wichtig für mich. Upala. Ja. Auf einmal beim Einlenken wieder mal in die Kurve fährst du nicht geradeaus. Einmal gehen die Zeiten auch schneller. Ja, ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Ich habe schon zwei Verwarnungen. Ich habe nach hinten genug Luft. Passt. Ich habe keine einzige Verwarnung. Ich habe nach vorne immer viel Abstand. Okay, ja, dann. 6 Sekunden. Ich habe 16 auf den hinter mir. Okay.
vor mir fährt 21er Zeiten. Hä? Ich bin 20.5 gefahren. Just done a 220.00. Sector 2 is 0.7 off the pace. Code Braun Punkt 2.0. Oh. Mhm. Sector 1 is yellow. Green flag, Sector 1. Sixth place. Yellow flag. Car right, clear right. Porsche, du standst da ja richtig gut. Incident clear, green flag. Keine Verwarnungen, oder? Ja, du schießt es doch. Ja,
glaube ich, schon das zweite oder dritte Mal da drüber gefahren, wo ich mir denke, das muss doch eine Verwarnung geben. B6. Okay, Noah, don't think about the lap times. Just hit each and every apex. That's 20 minutes to go. 20 minutes. Ich glaube, ich komme nicht ganz mit dem Sprit, doch. Sixth place. Geht's nicht normal aus? Ja, eigentlich schon. Gerade so. Yellow flag, stay sharp. Green flag, you're clear. Coming, man. This is great. P6.
All right, Noah, 15 minutes left. That's 15 minutes. Sixth place. Der erste war noch nicht in der Box, was ist da denn los? Yellow flag, sector one. It looks like Pfeiffer has gone off in Kemmel. Sector one is clear. No, Rouge Abflug. Yellow flag, that lap time was 220.40. No, fuck. Ja, steht da nämlich immer noch. Platz 5. Green flag, all clear. Yep. We think Pfeiffer has binned it in turn 9. Yellow flag. You're clear. Incident clear. Clear right. Yellow flag, stay sharp. You're clear, incident clear. The leader, Braun, is pitting. Yellow
You've got 10 minutes left. 10 minutes to go. Well done, Noah. This is terrific. Exactly what we came here for. P5. It looks like Pfeiffer has gone off in Huon, green flag, sector 2. Stoß mich yellow flag, sector 2. Fotz dich ab, Alter. We think Pfeiffer has crashed in Huon, yellow flag, stay sharp. Green flag, you're clear. Oh, wieder Platz 7. Zu P. Nee, P8. Ja. Dieser Hans Kühl hat mich gerade überholt, nachdem er mir 18 Mal Lichthupe gegeben hat. Hä, warum? Da war gar nicht. Ich weiß, dass das nicht gerade. Ja, dann reporte das. Das sind deine Punkte. Und wenn er dafür nur Strafsekunden kriegt und war dann nach hinten rutscht oder so. Macht nichts. Je mehr ihn aufgebrummt wird, desto besser. Du musst ja an dich denken. Du musst nicht an die Fairness denken. Aber was Erik weiß, dass ich stärker bin, wenn ich hinten nachfahre. Obwohl meine Reifen schon wieder geistert. Ne, meine sind auf dem Punkt. Passen, aber Grip habe ich fast keinen mehr. Ich habe die schon so überfahren, jetzt mittlerweile in den letzten Kämpfen, was ich da hatte. Ja. Auf Platz 6 würde ich noch gerne überholen. Was seid ihr denn hinter mir? Ja, ich bin P5. Keine Ahnung, ich bin gerade hier die Doppellinks runter. Na, ich komme jetzt gerade in den Busstopp rein. Wenn der vor mir eine Strafe bekommt, ich den vor mir nur überhole,
Der erste weg ist. That's 5 minutes to go. 5 minutes. Daumen mal Pi. Dritter. So. Drei Runden noch Sprit, 4 Minuten auf der Uhr. Top. Ich bin jetzt passt. Ja, ich bin jetzt oben schon wieder in den Esses. Fastest lap for Braun, 217.52. Sechsten habe ich jetzt noch. Also. Ich bin nicht der Form, oder? Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ja schön verbremst. Wer ist denn auf P1? Ja, dieser, was zu 2 ist, 17 gefahren ist. Wenn mich interessiert, wo der auf der Strecke ist. Keine Ahnung, von mir ist er nicht. Ich fahr gerade über Straße. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Okay, Noah, we estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Ja, erstes in letzter Runde. Das wollte ich nur wissen. Nee. Ja, ist ja irgendwo hinter mir. Nee, ich wollte wissen, ob ich es fliegen lassen oder ob ich jetzt zwischen. Aber dann kann ich es noch fliegen lassen. Ah, ich sehe dich jetzt. Wenn du noch auf 5 bist. Ja. Gute 40 Sekunden vorne. Ah, der vierte Spritprobleme. Warte, hier, Kollegin, Abflug. Ja, dringend raus, kein Problem. Nee, mit unfairen Mitteln wollen wir hier nicht. Nee. Very little fuel left. Yes, besser gewesen. Okay,
dieses Köp war ich da eigentlich nur eine 5 Sekunden Strafe bekommen. Na siehste. Das wird mir eigentlich reichen. Ah, komm rum, komm rum. Keine Well done, Noah. Great win. You deserve that today. Wer ist noch auf Platz 3? Wrubel. Wo ist Tukan? Tukan, Zweiter. Ah, scheiße. Hast du die Wiederholung komplett gespeichert? Nee, nur von der Hälfte. Ah, fuck, ich habe nämlich die vierte Runde und die erste wäre wichtig gewesen. Warum mich wieder schön ins Kiesbett drückt. Der Sausack. Ja, aber macht nichts. Mit 14 Sekunden Schaden permanent, noch fünfter. Waren hier noch welche? Können wir jetzt so raus oder müssen wir uns noch irgendwas warten? Naja, ihr müsst noch warten, glaube ich. Okay. Was haben wir denn? Ah. Uff, Peng, bam, bum. Also ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, ganz ehrlich gesagt. Nee, es ist eigentlich... Für mich eigentlich gut gelaufen. Ja, dafür. 16 auf 7. Ja, wollte ich gerade sagen, du hattest ja Glück in der ersten Runde, dass du da fast ungeschadet durchgekommen bist. Das war ja dein Glück.
alles passieren.